Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, aber mit 13 Jahren habe ich eine Zeit lang das Licht und den Ton für eine Veranstaltung gefahren. Das war eine, ja, eine Tanz- und Leseveranstaltung. Nur zwei Leute auf der Bühne und wir tingelten damit durch, ja, so kleine Bibliotheken in Nordostoberfranken. Und die anderen Beteiligten waren 30 oder 40 Jahre älter als ich, aber das spielte keine Rolle. Ich war einfach Teil des Teams in meinen 13 Jahren. Und was mich damals begeistert hat und entflammt hat für das Theater, war diese hohe Konzentration während der Aufführung, das Wissen, es kommt jetzt darauf an, wirklich in der richtigen Sekunde auf den Kassettenrekorder zu drücken oder das Kabel zu ziehen oder einzustecken. Das war geil.